Ja, hallo, hier ist der Henrik und heute möchte ich euch ein bisschen was über das Petzval-Objektiv vorstellen, das ich liebenswürdigerweise von lomografie.com zur Verfügung gestellt bekommen habe zum Ausprobieren und Austesten. Und ja, dieses Objektiv wurde über ein Crowdfunding-Projekt von dem ursprünglichen Objektivmodell von dem Herrn Petzval von 1840 nachgebaut von Lomografie. Und ja, in einer sehr schönen Messing-Variante, wie auch damals schon nachgebaut. Ja, wie gesagt, das ist jetzt im Moment für Canon und für Nikon-Kameras zu bekommen. Das kann man also ganz normal an die entsprechenden Bajonette anschrauben. Und wie man sieht, es ist ein, wie gesagt, Vollmessing-Objektiv. Hat nicht viele Einstellmöglichkeiten, nämlich nur eigentlich ein Scharfstellrad an der Unterseite. Das ist ein 85 mm Festbrennweitenobjektiv mit einer, mit einer Blende von Fest 1 zu 2.2. Das ist also relativ lichtstark, da muss man also ein bisschen aufpassen, wenn man dann damit fotografiert, gerade wenn man draußen fotografiert. Und man muss ein bisschen aufpassen, wenn man dann am Fotografieren ist und man stellt scharf, weil man hier nur unten das Rädchen also hat und man muss da ein bisschen festhalten. Das ist also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber alles in allem ist es ein sehr schönes Objektiv in Messing. Der eigentliche Clou, der aber jetzt bei diesem Objektiv ist, sind diese sogenannten, ich nenne sie mal Gobos, weil ich die aus der Lichttechnik für Messen und Veranstaltungen herkenne, bei Lampen, wo man diese Schablonen dann einstecken kann. So kann man das also auch hier machen. Da ist also ein kleiner Schlitz. Und dann kann man diese, ich sag mal, Effektschablonen einstecken. Es gibt die so in diesen Blenden 1 zu 11, 1 zu 5.6 und so weiter und so fort. Und zwei sehr schöne Schablonen, nämlich einmal eine Sternschablone und eine Tropfenschablone, die dann sehr schöne Effekte erzielen. Es gibt im Internet, bei Lomografie und auch in dem Heft, was zu dem Objektiv beigelegt ist, sehr schöne Beispielfotos. Und da kann man also sehr in dem Bokeh, also in dem Hintergrund, der meistens bei Porträtfotos gerade Outdoor gemacht werden, die dann sehr unscharf sind, und man bekommt dann so schöne kleine Lichter, wo dann diese Effekte mit eingearbeitet sind, die man eigentlich per Bildbearbeitung nicht so direkt hinbekommt. Und wenn, dann sehen sie relativ unnatürlich aus. Hier sehen sie sehr relativ natürlich aus. Wenn man die runden Schablonen einsteckt, dann hat man so einen kleinen Wisch-Verwaschungseffekt um den Mittelpunkt, was man fotografiert, herum. Deshalb halt hauptsächlich für Porträts geeignet, weil es da am besten und am schönsten rüberkommt. Wie gesagt, von der Verarbeitung her sehr, sehr robust. In der Anwendung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Fotos, die man rausbekommt, sind natürlich sehr einzigartig und zu einem Preis von roundabout, ich glaube jetzt im Moment sind es 550 Euro, da müsste man aber auf der Internetseite nachgucken, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, ist es für den ein oder anderen mit Sicherheit überlegenswert, sich so eine Effektlinse zu kaufen. Ich hoffe, dass wir da demnächst noch ein paar mehr Fotos sehen. Ich, wie gesagt, bin von dem Objektiv relativ begeistert, finde es voll schön und ich hoffe, dass ihr auch dann Spaß damit habt. Danke fürs Zuschauen. Thank you.